So. So, jetzt kann ich hier einen Auftrag wählen. Okay, das kann ich noch nicht. Von Stuttgart nach Frankfurt. Machen wir mal nicht nach dem Preis oben, würde ich sagen. Nach Zürich könnten wir fahren. Gummireifen. Bringt mehr, das bringt noch mehr, das ist auch nach Frankfurt. Ah, hier kann ich durchswitchen, okay. Hey, das bringt alles nicht mehr so viel. Deshalb weiß ich nicht, ob wir erst nach Frankfurt. Ich glaube, wir gehen hier erstmal nach Zürich. Oder? Ja, okay, wir gehen hier nach Zürich. So. Hocke ich jetzt da schon drin oder? Ah, okay. Also ich bin jetzt schon beladen. Muss wieder. Okay, da kann ich rausgucken. Da kann ich nicht rausgucken. Da, dafür habe ich den Spiegel. Okay, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, fahren wir hier die erste Route noch. Und ja. Ach, da habe ich auch noch ein Navi. Okay, das ist auch geschickt. So, hier muss ich jetzt links. Immer schön auf das Navi schauen. So, wie konnte ich das jetzt aufrufen? F1, gell? So. Wie verbleibende Zeit? 8 Stunden, 4 Minuten? Heavy. Warte, ich brauche jetzt nach Zürich 3 Stunden. Irgendwie fehlt mir hier der Motorgeräusch. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Headset liegt oder an was weiß ich was. Eigentlich habe ich hier jetzt den Dinger eingefügt. Ah, jetzt. Nee, hä? Alter, das von. Ich wollte hier eigentlich gerade den. Ach, wie heißt der denn? Den Tempoautomat reinpacken. Oh, da habe ich aber ein bisschen arg abgebremst. Okay, die Bremsen funktionieren schon mal gut. Das habe ich jetzt eher nicht gedacht. Und sehe ich das, dass wir tanken müssen? Wo sehe ich denn das? Sie haben Post. Ich habe Post. Keine Kurznachrichten vorhanden. Ah doch, hier. Brandneue Mann, LKW eingetroffen. Ah, okay. Ah, da kam jetzt bloß eine E-Mail, dass ein, LKW gekommen ist. Das ist doch zu arg eingestellt. Wartet mal kurz. Machen wir mal so. Einfach mal. So. Kann ich denn hier? Ah, hier fahren. Ja, das ist schon besser. So. Würde ich einfach mal sagen, dass ich versuche, mich hier etwa in der Strecke zu halten. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich da durchswitchen konnte. Habe ich vergessen. Ach, F5 steht sogar drunter. So. Halt, hier geht's ab. Hier kommt nichts.
Was ist denn das hier für eine Autobahn, bitte? Oh, ah, Zürich ist schon angeschrieben. Finde ich gut. Ach, die Bremse ist ein bisschen arg. Die ist wirklich ein bisschen arg eingestellt. Ich will jetzt ja dazu nichts sagen, aber... Also... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wow, 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 wow. Was hat denn der für eine Kackhupe? So, ich glaube, da kommt einfach mal niemand. Und wir haben Heiden. Nee, MD. Was ist ein MD, bitte? Okay, ich habe gedacht, wir hatten HD für Heiden. Nee, für Heidelberg. Aber es war dann doch nicht so. Wie viel dürfen wir hier fahren? 90. Alles klar. Jetzt habe ich nicht geblinkt. Oh nein. Wie viel fährt denn so ein LKW? Was steht da? Radarkontrolle. Radarkontrolle vorbei. Ah. Wird mir sogar gesagt, ob Radarkontrolle. Radarkontrolle ist oder nicht. Finde ich auch gut. So, und wenn ich das jetzt richtig deute, müssen wir wieder auf den linken Streifen. So. Total richtig gedeutet. Denn da geht es nach Straßburg. Darüber, da wollen wir ja nicht hin. Ich weiß nicht, ich höre hier... kaum... Geräusche, also so Motorgeräusche. Weiß ich nicht. Ob das jetzt am Headset liegt? Oh ja. Es liegt auf jeden Fall am Headset. Oh. Ich hab's einfach zu leise eingestellt gehabt. Denn ich hab echt nichts gesehen. Lol. Da macht die Fahrbahnmarkierung sogar einen Ton. Wie in echt. Ist ja geil. Und was ist am Mittelstreifen? Da macht's nix? Nee, da macht's nix. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Da weiß man gleich, wenn man so... einpennt und hört mir den Ton, wacht mir wieder auf. Nee. Also, ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich hier einpennen werde. Aber jetzt frage ich mich echt, ob wir da jetzt noch eine Stunde da für die Fahrt nach Zürich brauchen. Oder wie das geregelt ist. Oder läuft. Okay, die Zeit läuft ziemlich schnell ab. Wie ich gerade sehe. Aber es scheint gut programmiert zu sein, denn wenn die Autos überholt haben, dann fahren sie anscheinend wieder rechts hin. Finde ich gut. So, jetzt muss ich Licht anlegen. Nein, das war falsch. Sondern Licht. Ich glaube hier. Ah. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, ich sollte mal tanken. Weil wir haben nicht mehr so viel Sprit drin. So. Ach, der setzt sogar den Blinkerhebel hoch. Das ist ja mal... Und runter auch? Ja, geil. Ja, einfach mal mit, was weiß ich, wie viel hier reinfahren. So, oh, langsam, langsam. Ja, nicht anhalten. So, was muss ich machen? Dieselpreis 1,46.
Drücken der folgenden Taste, um den Motor abzustellen. Okay. Drücken und halten der folgenden Taste, um den Kraft einzufüllen. Ah, Eingabe. Okay. Gesamtpreis 9 Euro. Wie viel haben wir denn? Tanken wir mal für 300. Oh, warum steckt es so hoch? Okay, das reicht. Ich glaube, ja, das muss reichen für den Anfang. Ach, das muss ich gar nicht selber zahlen. Ah, dann hätte ich auch, ja toll, dann hätte ich auch voll tanken können. Ja, supi. Hätte mir auch gleich sagen können. Weil ich habe jetzt gedacht, das muss ich selber zahlen. Aber nein. Ja, okay, aber jetzt wissen wir es für die Zukunft. So. Dass die Kraftstoff, Kosten unser Arbeitgeber übernimmt. Und hier sind gerade ein paar sehr langsam. Und wir sind hier gerade schon auf der, Schweizer Grenze. Ach, das ist hier der Grenzübergang. Ja, wow. Willkommen in der Schweiz. So, jetzt habe ich nicht gesehen, wie schnell ich fahren darf. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich gehe jetzt einfach mal rechts ran. Weil ich werde ja auch nicht schneller. Und es wird einspurig. Der LKW gerade reinfahren. Das war nicht gut. Gibt dir das Ding hier auch noch Geräusche? Alter, leck mir die Eier. Der Mittelstreifen aber nicht, nee. Nee, nee. So, wir müssen hier rechts. Was hier rein? Was? Zum. Okay. Okay. Kein Problem. Kein Problem für uns, denn wir sind ja der Babbo. Oder wir sind. Allgemein Babbo. Alter, was sind das für kleine Straßen? Überhaupt nicht cool. Und was machen die hier schon wieder? Könnte mir das mal verraten? Warte, wie schnell so ein Bus so ein LKW schaltet. Wir fahren hier gerade mal mit 50 und der schon im 10. Gang. Wie viele Gänge hat denn der? Straßburg. So, jetzt sind wir in Italien, in der Schweiz. Warte, ich habe doch gesehen, dass man auch nach Großbritannien fahren kann. Oder? Oh ja, ich möchte mal gern links fahren, weil das ist ja ziemlich cool. Oh. Ich hoffe, das packe ich jetzt. Ja, das geht eigentlich gut hier. Wird zweispurig, alles klar. So. Stuttgart, Innsbruck. Ach, nach Innsbruck kann ich auch. Sehr interessant. Da war ich dem letzten. Es wäre ja cool, wenn da auch so, so wie ja Innsbruck eigentlich liegt, total in den Bergen. Also komplett ringsherum Berge und alles Mögliche. Aber halt vor allem Berge. Oder ob das halt auch wieder nur so im Flachen wäre. So, willkommen in Zürich. Ich fahre, glaube ich, ein bisschen zu schnell. So. Oh, kann ich da oben mal über die Brücke fahren? Oder ist es eine Zugbrücke? Scheint mir nicht so. Ich glaube, da
könnten wir drüber fahren. Ich glaube, mit 70 hier rumgeigen ist auch nicht so gut. Okay, daran muss ich mich echt gewöhnen, dass die Bremse so saumäßig gut ist. Ah, wir müssen hier links, sehe ich gerade. Oh nein. So. Ich sehe jetzt. Wow. Ich sehe jetzt zwar nicht, wann die Ampel. Halt. Wann die Ampel grün wird. Ah, jetzt. So. Also links. Halt hier. So, und dann hier nochmal links. Oder? Ja. So. Und ne, hier nicht. Ach, das gibt's wieder. Das ist kein Open World. Sondern ist auch wieder so abgesperrt. So, ah, der Bus. Ich sag immer der Bus. Boah, der LKW, der kann da durchfahren. So, und wir liefern wahrscheinlich bei Postspeed ab. Schätze ich mal. Oder? Nein? Okay. Wir müssen jetzt hier rechts. Hä, wo liefern wir denn ab, bitte? Kurve nehmen. Oh, das war knapp. Okay, hier rechts. Ach, da. Wo sind wir denn hier? Beim Stokes. Nee, nicht. Ich will nicht automatisch einparken. Oh. Okay, da stehen jetzt ein paar Anhängerchen außen rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da war ich zu lange auf der Bremstaste. So. Jetzt muss ich überlegen, so. Fahren wir rückwärts. Nein, danke, ich möchte nicht automatisch einparken. Ich möchte es gern. Ah, shit. Ich möchte es gern selber machen. Okay, das ist irgendwie nicht so gut. So, nochmal. Nein, ich glaube so. Ja. 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 So sieht's doch gut aus. Jawohl. So, T. Jawohl. Da sind wir auch schon. Level 1. So. Und würde ich einfach mal sagen. Das war es hier, vielleicht mit der ersten Folge auch, vielleicht auch schon zwei Folgen. Und würde ich einfach mal sagen, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, eure Truck Simulator. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.